Mal im Boxing der Serie Planet Erde Teil 2 im 4K Ultra HD Blu-ray Release. Die Serie kommt aus dem Hause Polyband und enthält neben den 4K Ultra HD Blu-ray Discs auch die normalen Blu-rays. Die Serie ist erwartungsgemäß uncut, es ist halt eine Dokumentation und hier ist auch noch sogar Infoprogramm geratet. Das heißt, hat in dem Sinne die Jugendfreigabe mit Altersklassifizierung gar nicht nötig. Ja, dann geht's ans Auspacken. Also Planet Erde, die erste, war halt auf Blu-ray wirklich eine herausragende Serie, hat damals sozusagen demonstriert, wie gut Blu-ray in der Lage war, die Bildqualität im Heimkinobereich zu steigern. Und ähnlich soll das bei dieser Serie, beim Teil 2 sozusagen der Fortsetzung jetzt auch sein. Bin ich mal gespannt, aber was man darüber liest, ist wirklich erste Sahne, also Referenzqualität und so weiter. Gut, dann zeige ich euch hier mal kurz, das ist also ein relativ stabil gearbeiteter Pappschuber, der hier dabei ist. Und im Pappschuber habt ihr dann eine Amari-Vierfachhülle. Und ansonsten hier ein fest aufgedrucktes Infoprogramm-Logo und ein fest aufgedrucktes HDR. Logo, müssen wir mal schauen, ob da auch gegebenenfalls ein Wendecover vorhanden ist. So, dann gucken wir mal, was hier alles dabei war. Ja, also hier haben wir erstmal ein Gleitbooklet. Das ist immer sehr schön. Ihr wisst, das finde ich super, wenn man sich die Mühe macht. Hier wird wahrscheinlich nochmal skizziert, wie das Ganze produziert wurde, die Schauplätze, also das ist eine Serie wie auch die erste, die sehr aufwendig und über viele Jahre produziert wurde. Man kann sich vorstellen, die Tiere machen nicht immer das, was man gerne aufnehmen möchte. Das heißt, da geht viel Zeit drauf, um diesen einen perfekten Shot sozusagen dann einzufangen. Also ein Booklet, Umfang steht jetzt hier nicht, aber ja, ist gut gemacht. Also, ich kann noch mal kurz durchblättern. 8 Seiten. 8 Seiten und ja, jetzt nicht besonders dick vom Druck, aber immerhin. Und was haben wir hier noch? Hier haben wir noch mal irgendwie auch noch einen Werbeflyer zu dem Film. Irgendwie Termine auch noch. Was heißt das hier? Ob das dann da. Ach so, hier mit Musik untermalt kann man sich das dann irgendwie anschauen. Keine Ahnung. So, kommen wir mal zu dem Wesentlichen hier. Also wir haben hier die 4K Ultra HD Blu-ray, die erste Disc und hier die zweite. Und hier sind die Standard Blu-rays. Sehr schön hier auch erkennbar an dem Full HD 1080. Genau, habt ihr also die 4 Discs enthalten, also für jede Abspielmöglichkeit außer jetzt DVD habt ihr da wirklich das Format enthalten. Wunderbar, kann man da an dieser Stelle nur sagen. Ja, also Bildqualität soll 1A sein, kann ich jetzt noch nicht zu sagen. Gucken wir nochmal nach dem Wendecover. Tada, ja wunderbar, Wendecover vorhanden. Sehr schön, hier habt ihr also dann ausgespart Infoprogramm, HDR, sieht wirklich besser aus. Ich hoffe, ich tue das auch schon mal so rum rein, weil diese zwei Logos da irgendwie auch nervig sind. So. Mal hier, ja, so sieht das dann aus. Schön sauber aufgeräumt, einwandfrei. Genau. Ja, sonst gibt es da eigentlich nicht viel zu sagen. Ich bin gespannt auf die Bildqualität und denke mal, das wird sich wie beim ersten Teil auch wirklich lohnen, um einfach zu zeigen, was mit dem Format alles möglich ist. Dann danke ich euch wie immer für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag.